Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr super leicht einen Erdbeermilchshake machen könnt. Das Gute darin ist, es ist super leicht und gesund, denn Erdbeeren haben weniger als 20 Kalorien, also super gesund. Und viel Zucker wird da auch nicht eingesetzt. Was ihr dafür braucht: 100 ml Milch, 100 Gramm Erdbeeren, noch eine Erdbeere extra, eine Packung Vanillezucker und einen halben bis einen Teelöffel Normalzucker. Als Utensilien ein Messer, ein Strohhalm und noch ein Stabmixer. So, dann beginnen wir mal. Ich werde jetzt nicht extra die Zähne neu machen. Ich habe mir schon mal die Erdbeeren gewaschen und geschnitten. Die kommen jetzt dann einfach hier rein. Das wird ungefähr für 250 ml etwas weniger. Tun wir dann hier noch den Vanillezucker und den Zucker dazu. Für manche scheint es ein bisschen viel Zucker, aber ihr könnt es auch weniger nehmen. Also wer es nicht so süß mag wie ich, kann ruhig den Zucker weglassen und den Vanillezucker nehmen. So sieht es dann aus. Und jetzt wird das mal alles gut durchgemixt. Ja, etwas nur, wenn man es vergisst, den Strom einzuschließen. So, jetzt geht's los. Das spritzt ein bisschen, nicht pervers gemeint. Sollen das jetzt dann einfach weiter gut mixen? Ich schwöre, es riecht jetzt schon gut. Ich werde es jetzt noch weiter mixen, bis keine Stückchen mehr da sind und dann geht's weiter. Wenn alles gemixt ist, sieht es ungefähr so aus. Das werde ich jetzt dann umfüllen in das Glas, aus dem ich trinken werde. Das ist ein super leichter und super guter Shake. Schaut euch bitte das an, wie das aussieht. Das ist doch Jamie Oliver reif. Jetzt dann noch die Erdbeeren, nehme ich zum Deko und zwar schneide ich hier so in der Mitte ein bisschen ein. Das ging fast daneben. Ein bisschen mehr noch. Ja, denn manche Gläser sind dicker, da muss man so ein kleines Stück wegschneiden. So. Strohhalm dazu, ich habe jetzt einen grünen genommen. Den roten sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Und bitte schaut euch das an, wenn das nicht super lecker aussieht. Ein Erdbeermilchshake in circa 2-3 Minuten, super leicht, super gut. Wie schon gesagt, Jamie Oliver reich. Das war's auch von diesem Tutorial. Viel Spaß beim Nachkochen und viel Spaß beim Trinken, denn das ist echt geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.